Hey, Freunde des guten Geschmacks, ich möchte einmal ein Statement dazu abgeben. Facebook hat Big Brother Countdown gelöscht, unwiderruflich. Ja, das heißt, es sind mal leicht circa 15 Jahre Erinnerungen. Und ja, Bilder, Videos. All dies unwiderruflich auf und davon. Was natürlich sehr schade ist, unwiederbringlich. Und ja, jetzt sagt man, warum hat man kein Backup erstellt oder in der Cloud gespeichert und so weiter und so fort. In all den Jahren musste Big Brother Countdown schon öfters umziehen. Von eine Website oder den Anbieter, den es nicht mehr gibt, irgendwelche Foren, die nicht mehr überlebt haben oder auch Clouds. Backup gibt es natürlich auch auf diversen Datenträgern. Das Problem ist aber, dass die Datenträger sich zum Beispiel jetzt mit Windows 11 nicht mehr auslesen lassen. Und ich dafür ja, ein älteres Betriebssystem haben muss, beziehungsweise ja, ich bekomme angezeigt, die Festplatte muss unbedingt defragmentiert werden und dann könnten die Daten dann tatsächlich auch noch verloren gehen. Die ganze Sache ist ja so, ich persönlich bin ja von Anfang an dabei, Big Brother 2000. Selbst Slatko hatte damals schon eine Website, wo ich das Gästebuch betreut habe. Big Brother Countdown generell wurde 2004 gegründet. Da war es noch bei MyVideo, Clipfish, MySpace. Ja. Und Big Brother Countdown hat ja auch an vielen oder mit vielen anderen Big Brother Projekten zusammengearbeitet, ohne dass wir das jemals erzählt haben. Und die ganzen Insider-Infos und so weiter, da haben wir nie eine große Sache draus gemacht. Wenn, dann mal, wann startet die neue Staffel, wer wird die Bewohner sein? Aber Big Brother Countdown wurde da sowieso nicht ernst genommen. Da wurde eher noch gefragt, was denn die Quellen sind und so weiter. Um das mal zu verdeutlichen, Big Brother Countdown war ja eine Herzensangelegenheit und No-Profit-Organisation. Das sollte eigentlich immer so eine Erinnerung für mich sein, was ich all die Jahre erlebt habe. Und ja, das ist ja schon einiges. Ich meine, davon mal abgesehen von Website-Betreuung, Gästebuch-Betreuung damals, wir haben ja viel Benefits gemacht. Unter anderem das Fußballspiel, was ja viele kennen. Wir haben Finalpartys gemacht. Wir haben Merchandising gemacht, zum Beispiel für Klaus Eischolzer. Wir haben Merchandising gemacht, beziehungsweise Produkt zur Verfügung gestellt bekommen vom Drillinstruktor von Andreas Büdiker. Also, mit Produzenten zusammengearbeitet, die Lieder geschrieben haben für die Bewohner und so weiter und so fort. Die Castings, wo wir waren, ja, die Termine, wo ich einziehen sollte oder wir, Hochzeit im Phantasialand und so weiter. Es gibt viele Dinge, die jetzt sind einfach verloren gegangen und in einem gesonderten Video würde ich auch diese Fragen beantworten, weil das liegt jetzt alles so lange zurück, da kann man ruhig mal drüber sprechen, was wir so alles getan haben oder mitgewirkt haben. Nun, die Gründe, warum Facebook, und das ist im November letzten Jahres schon mal gewesen, da wurde die Seite gesperrt, wegen Phishing und irgendwelche betrügerischen Absichten. Einspruch eingelegt, die Seite wurde wieder freigegeben.
Ja, jetzt ist sie nun unwiderruflich gelöscht. Und zwar aus den Gründen, ich lese vor, drastische Gewaltdarstellung, Hassrede, Belästigung und Bullying. Bullying. Ich habe keine Ahnung, was dies bedeutet. Ja, und Nacktdarstellung, sexuelle Inhalte und sexuelle Ausbeute. Das macht Big Brother Countdown. Ja, wie gesagt, wir waren und sind ein Fan-Projekt und dass ich sowas von Facebook hören muss, beziehungsweise ich gar keine Chance habe, was dagegen zu unternehmen, für meine kleine Seite, die paar hundert Aufrufe, wir haben noch nicht mal Werbung gemacht oder wie auch immer. Es war einfach eine Herzensangelegenheit. Selbst, ihr seht es hier, Videos machen, das ist nicht so mein Ding. Alles, was drumherum, hinter der Kamera ist, ja, okay. Aber ich wollte einfach mal ein kurzes Statement dazu abgeben. Ja, leider ganzen Erinnerungen für immer weg. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwie was. Vielleicht mache ich als Motivation in Zukunft irgendwelche Videos, ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen und bis bald.